Wieso bin ich im Boden? Es ist mittig weiter unten. So, jetzt bin ich drin. Ich möchte nicht auf Kinder einschlagen. Finde kalte Butter gelesen. Nein! Hi. Ah, ich könnte ein neues Format werden. Die schlechtesten Co-ops auf Steam. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Dark Home. Dark Home. Oh Gott, du bist der Spirit und ich bin das Player. Ach so, ich habe keine Ahnung, was überhaupt Sache ist. Ah, mein Männchen ruckelt wieder, dann spielen wir nochmal ohne Männchen. Ich weiß nicht, was ich hier tun sollte. Ich kann nicht springen, ist ein Scheißspiel. Aber doch, es zuckelt ein bisschen. Ich sehe dich. Ich weiß nicht, wie ich dir was tun kann. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Kann ich auch was tun? Oh, achso. Ich sehe schon wieder nichts. Ah, ich hänge fest. Woher hänge ich denn fest? An dir hänge ich fest. Ich versuche dich jetzt so zu schlachten, was ist denn das? Warum bin ich denn so hoch? Vorhin hing ich im Boden. Warum bist du so klein? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich auch nicht. Ich drück mal Buchstaben hier. Ich habe keine Taschenlampe. Hm? Das war's? Das war alles? Was ist das für ein Spiel? Wieso haben wir jetzt so lange dafür gebraucht, das zu installieren? I don't know. Dafür brauchen wir Leute. Wenn ich das richtig verstanden habe, musst du versuchen, dass diese Dreamcatcher nicht ignited werden können. Und verhindern, dass die Kinder entkommen. Ich muss sehen, dass mindestens eins von 8 Kindern entkommt. Aber ich habe kein Kind gesehen. Sollen wir noch eine andere Map probieren? Ja. Okay, ich warte auf dich. So, da steht ja auch da. Avoid Spirit, Ignite 8 Dream Catchers. At least one child must escape. Spirit prevent child from... Ja. Error. Ich kann dir nicht beitreten. Dann gehe ich nochmal zurück. Und jetzt? Error. Warum Error? Ich starte mal neu, ja? Bei mir ist das auch ein roter Punkt. Two hours later. Tim, 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 da bist du. Ready. Game startet in 30 Sekunden. Also Anna muss... Was bin ich jetzt? Oh, jetzt bist du der Dings. Wieso bin ich im Boden? Nee. Achso, du bist der Spirit wieder, ne? Nee. Du hast eine Axt in der Hand. Nee. Der startet. Vielleicht bin ich im Boden, weil es noch nicht losgeht. Und wie geht's gerade los? Vorhin war ich auch kurz im Boden und dann war ich irgendwie viel größer. Was bin ich denn so langsam? Siehst du mich? Nee, ich will irgendwelche Leute flüstern. Ich auch. Das Gefühl, ich werde mal langsamer.
Okay, ich kann irgendwas schwingen. Hey, wieso komme ich hier nicht durch? Das ist doch scheiße. Ich habe mir den Weg bis hierhin gekämpft. Hä, aber wenn du da gerade gelaufen bist, wer stand dann? Ach so, das war ich. Muss ich jetzt erst in meinen Körper rein oder was? Los, hopp's schneller. Hopp's schneller. Ich frage mich, ob das beabsichtigt ist oder ob das einfach eine Fehlfunktion ist, dass meine Seele von meinem Körper getrennt ist. Ich habe einen Sack auf dem Rücken, eine Axt in der Hand. Ich kann nicht unter den Tisch kriechen. Ich kann irgendwas mit Rechtsklick machen. Ich habe einen Krug. Ah, so, jetzt bin ich drin. Ah, okay. Oh Gott, der ist aber groß jetzt. Ich kann jetzt gar nicht auch springen. Ich glaube, das ist einfach noch sehr verbuggt. Kiri, wo bist du? Du hast schon 2 von 8. Nur ein. Hier brennt was. Das heißt, hier war es. Nur eine Treppe hoch. Eine Treppe hoch. Ah, ich sehe die Treppe. Ich brenne etwas durch die Decke. Ich höre das Gemurmel aber laut. Hallo? Bist du das? Das bist du doch gar nicht, oder? Wie was denn jetzt komische flüsternde Kinder rum? Ja, wir auch. Ich schlag gerade auf eins ein. Oder gehört er zu mir? Weiß ich nicht. Ich möchte nicht auf Kinder einschlagen. Hey, du hast schon 4 von 8. Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich renne einfach nur durch irgendwelche dunklen Flure. Ich auch. Hä? Da war ich doch schon. Geh ich wieder runter. Sehr schöne Kunst. Hm, was ist das denn? Diese Kinder machen mich nervös. Mir tun die nichts. Oh, ist das für mich? Ich weiß nicht, ob die mir was tun. Ist hier ein Kind drin? Hier ist ein Sack im Keller. Oh, hier warst du schon. Du warst, Keller. Du warst hier schon, hier brennt ein Dings. Verarsch mich doch nicht. Ne? Geh ich wieder hoch. Ja, sehr schöne Kunst. Ich bin so oft rauf und runter gelaufen irgendwo, ne? Ich hab keine Ahnung. Komische Kinder, die sind voll eklig. Und irritierend. Ja, ich denke da und du wärst das.
7 von 8. Das ist doch nicht dein Ernst. Toll, ist ja gar nichts. Schwieger, dieses Kackblach. Bla, 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 bla. Was? Escape the Nightmare? Sollst du einfach zur Tür? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann ich hier auch raus? Wie? Die Frage ist, welche Tür? Ich weiß, welche Tür. Die ist bei mir nämlich gerade weiß geworden. Hallo, Peri. Wieso bewegst du dich so komisch? Komm zum Licht. Nein, nein, nicht festlegen, nein! Nein! Verdammt, aber ich habe dich einmal getroffen. Ja, hast du. So, komm, wir haben noch eine Map. Oh, wieder Error. Muss ich jetzt jedes Mal neu starten? Ich weiß es nicht. Wieso bin ich jedes Mal Spirit? Weiß ich nicht. Kannst du es vielleicht wechseln? Nö, irgendwie nicht. Nö, nö, nö. Wahrscheinlich immer der hostet, ist Spirit. Das kann gut sein. So, diesmal hast du keinen Vorsprung, weil ich jetzt weiß, dass ich erst in meinen Körper schlüpfen muss. Okay, die Map gefällt mir gar nicht. Es ist sehr open-worldig. Du Heiliger, soll ich dich denn hier finden? Ich würde mal sagen, kurz Spielstopp. Ich weiß, wo ein Catcher ist, aber da komme ich gar nicht dran, weil die Tür zu ist. Vielleicht wird der erst nach und nach frei gemacht. Ah. Man kann Türen öffnen. Aha. Ich bin. Ach du heilige Kacke, ist das so gedacht? Ich bin gerade 300 Meter gesprungen. What? Wenn ich springe, dann bin ich am anderen Ende der Welt. Dazu muss ich dich trotzdem erstmal irgendwie. Sehen. Ah, vielleicht kann ich dich so erkennen. Hörst du mich schreien? Nee. Nee, okay. Klingt denn dein Schrei? Wie der klingt?
Er klingt. Hier warst du drin, aber ich kann keine Tür aufmachen. Da warst du auch drin. Okay. Later. Jetzt habe ich dich gehört. Musst du schreien, um mich zu finden? Nö, wenn ich springe, dann schrei ich. So anspruchsvoll ist das Spiel nicht. Doch mal irgendwo laufen sehen. Du gehst bestimmt in irgendeinem Haus und machst gar nichts. Also ich kann dir versichern, ich laufe rum. Ja, ja. 2000 years later. Ich sehe tatsächlich nichts außer Pitch Black, ne? Also du kannst nicht so hoch springen, ja? Nein. Kann höchstens so ein Itty-Bitty-Bitty-Hupfeln. Hier hatte ich doch gerade ein Geräusch. Stand da gerade Textur, Streaming, Pullover mit Budget? Was? Das Geflüster wirklich auf Dauer echt Kühe machen, ne? Ja. Ich stelle mich jetzt wieder auf den Berg und suche nach dir. Es ist halt auch so dunkel, bin mir da manchmal nicht sicher, ob da was sich bewegt oder nicht. Ich war mir sicher, das ist ein Mensch. Jetzt ist das eine Tafel. Oh, eine Karte. Es gibt eine Karte. Du bist hier. Nicht hilfreich, wenn man die Umgebung nicht sieht. 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sind alle deine Dinger drauf eingezeichnet.
Hilft nichts, wenn ich nicht weiß, wo das ist. Ich sehe auch erst den Umriss an einem Haus, wenn ich daneben stehe. Es ist mittig weiter unten. Warum läufst du denn da nicht im Licht? Weil ich da auch nichts sehe. Dunkel läuft, es ist ja unschaffbar. Da bewegt sich doch was, oder? Later. Wollen wir was anderes spielen? Peri? Ja, was anderes klingt gut. Irgendwas, wo ich sehen kann, wo ich langlaufe. Wie hieß das Spiel? Mysteri? Huma Pack? Irgendwie so. Ja, Mysteri Huma Pack. Der Raumcode ist 1234. Ganz kreativ. Ich bin ein Mann ohne Haare. Also ich hoffe, du kannst den Raum irgendwo suchen, finden. Ich weiß nicht, ob wir mehrere Leute sind oder ob das Spiel schon so alt ist, dass das hier keiner mehr spielt. Ah, da bist du. Dann start. Wieso bist du eine Frau ohne Haare? I don't know. Ich habe gerade Finde kalte Butter gelesen. Find Cold Cutter. Bold Cutter, mein Gott. Ich kann nicht springen. Eins. Q um die Flashlight zu öffnen, ja. Bolt Cutter, was soll denn das sein? Ein Seitenschneider? Ich glaube ja. Was war das? Nee, da möchte ich nicht. Ich gucke hier Fernsehen und lasse dich das machen. Die Tür ist wieder aufgegangen. Ist das dein Zimmerraum? Das ist unser Wohnzimmer. Hi. Ich glaube, wir müssen da raus, aber ich glaube, er steht im Weg. Schlecht. Oh Gott, diese Kameraführung. Oh, ich bin raus. Ich hab's geschafft. Oh, was ist das? Ist dir was passiert? Er ist in den Raum reingekommen und jagt mich jetzt. Achso, du bist das. Oh, man kann Türen aufmachen. Mit E. Oh Gott, diese Kameraführung, die ist ja furchtbar. Kein Bolt Cutter oder ist damit die Schlüssel sind damit die Schlüssel gemeint? Ich bin tot. No! Ich habe gleich keine Batterie mehr. Stehen auf dem Boden rum. Da am Ende vom Raum, siehst du das in der Ecke? Kannst du jetzt mir zugucken oder was? Drei. Wie? Achso, Q. Eins. Q. Use Bolt Cutter. Ich habe keinen Bolt Cutter. Kann ich dich wiederbeleben? Ich habe so ein Medipack gefunden. Kann ich kriechen? Nein. Ich weiß nicht, wo der Kerl hin ist. Also du bist jetzt nicht mehr dabei, oder?
Nope, ich komme irgendwie auch nicht wieder rein. Das heißt, du kannst mir auch noch nicht mal zugucken. Ich kann dir zugucken, aber ich sehe nur schwarz. Ja, dann lass ich mich töten. Ruf. Game over. Thank you for playing our early access game. Please keep in mind that this version war zu schnell. Multiplayer. Ist der Room noch da? 1, 2, 3, 4. Room not found. Create Room. 1, 2, 3, 4. Ich bin da. Start. Ein Bolt Cutter. Okay. Mein Gott, wie viele Türen. Ich habe eine Geige gefunden. Sind Puppen. Ich habe den Bolt Cutter. Ich habe ihn. Damit können wir Kisten öffnen. Das heißt, sollen wir jetzt wieder zusammenfinden und Kisten öffnen? Oder? Weil du hast ja, weil du hast ja keinen. Ich bin wieder in der Mitte vom Raum. Okay. Also in der Mitte vom Raum hier. In der Mitte von der Map hier, wo die ganzen Kauschen. Genau, das ist eine Starte von vom Tiger, aber kein Problem. Das ist eine Miezekatze. Das ist kein Tiger, oder? Nee, ist eine riesige Mieze. Guck dir das an, was sie tötet. Die hat Eichhörnchen. Geh weg, guck dir das nicht an. Tu dir das nicht an. Und so. Das tut mir leid. Der ist nicht einfach verschwunden. Jetzt müssen wir eine Holzkiste finden. Red Chest. Hier ist eine rote Tür. Zählt das auch? Weiß ich nicht. Red Key required. Achso, das macht Sinn. Als ob wir uns jetzt merken können, wo die rote Tür ist. Beim Esszimmer. Was streamst du denn heute eigentlich Feines? Hatte überlegt, Vanishers weiter zu streamen. Ein Zeltplatz. Ich nehme hier mal das Medikit mit. Weiß nicht, ob wir die auch teilen können. I don't know. Hier ist ein Badezimmer. Ich habe die rote Kiste. Wo bist du hin? Ist sie? Hier. Jetzt was? Ich glaube ja. Und jetzt? Purple Chest. Ah, okay. Wo bist du? Warte. Bin falsch um die Ecke gegangen. Ja, das ist eine Sackgasse hier. Ja, der wird bestimmt weg sein. Er geht gerade weg, ich höre ihn. Willst du das Medipack hier einstecken? Hab eins eingesteckt. Okay. Meinst du, wir können durch die Tür rechts raus? Ich, wer, da ist die Purple Chest. Lauf, 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 lauf. Nee, das ist die Purple Tür. Nee, das ist die Purple Tür. Ich glaube, bin ich durch die Tür geglitscht oder nur um die Ecke? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, nur um die Ecke.
Nein, ich bin in der Sackgasse, ich komme hier nicht raus. Du bist zu den Dingen gelaufen. Ich höre euch. Oh nein. Bist du tot? Ja. Ja? Ja. Oh no. Na, alleine spielen ist doof. Hier war ich schon. Ich kann mir die Wege doch ohne dich nicht merken. Wieso stirbst du denn so schnell? So, hier waren wir schon. Oh, hallo. Er hängt an der Tür fest. Oh. Oh. Hast du nicht mit uns aufgeschraubt, Mama? Ja. Ach so, da wollte ich ja, ich wollte ja eigentlich, ich wollte die andere Tür nehmen. Oh. Okay. Ich glaube, wir lassen es für heute. Ja. Ah, könnte ein neues Format werden. Die schlechtesten Koops auf Steam.